Hallo meine Lieben, mein Name ist Tanja Levy und ich bin Gesangs- und Schauspiellehrerin aus Hamburg, lebe und arbeite hier mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio. Heute möchte ich dir mal einen ganz kleinen und wichtigen Tipp geben. Na, eigentlich ist er gar nicht so klein, eigentlich ist er doch schon groß und auch wichtig. Ganz häufig kommen Schüler zu mir, die ein Problem haben und das Problem ist, ich kann nicht lauter sprechen oder ich kann nicht lauter singen. Ein anderer Faktor, warum du auch nicht richtig laut sprechen oder singen kannst, ist, weil deine Stimmbänder sich nicht richtig schließen. Um einen absolut tollen Sound zu bekommen und auch einen klaren und sauberen Sound zu bekommen, ist es absolut notwendig, dass die Stimmbänder sich schließen, dass sie einen absolut guten Kontakt erzeugen. Bei Kindern in der Wachstumsphase ist es sehr häufig, dass die Stimmbänder sich nicht richtig schließen und dadurch sehr viel Air, jetzt fällt mir gerade Luft, sehr viel Luft dazwischen geht. Das heißt, wenn sehr viel Luft zwischen die Stimmbänder geht, schließen sie sich nicht richtig. Und viele Kinder klingen doch meistens sehr luftig, wenn sie sprechen. Das klingt dann irgendwie ungefähr so, weil ganz viel Luft dazwischen geht. So ein bisschen Annette Louise an. Dass du das nicht gibst, was du immer hast, dass du dich für mich ausgezogen hast, dass du immer mal... Kennt ihr den Titel noch? Der erinnert mich dann auch und gerade noch irgendwie an Annette Louise an. Und natürlich manipuliert sie auch den Kehlkopf und lässt den Kehlkopf sehr weit nach oben zischen, damit sie diesen Sound kriegen kann, ja? Fast so ein bisschen Cartoon-Charakter. Aber das wollen wir jetzt hier gerade nicht. Was wir wollen, ist hier Thema Atmung. Also, zwei Faktoren. Ein anderer Faktor ist natürlich, du benutzt nicht die richtigen Muskeln, die es im Körper gibt. Und singen und sprechen, das ist eben nun mal Körperarbeit. Du brauchst schon eine notwendige Energie. Und wenn du einfach körperlich faul bist, sag ich jetzt mal, und alles irgendwie nur auf die Stimmbänder abwälzt und doch nicht die richtigen Muskeln benutzt, doch nicht die richtige Körperspannung hast, dann wird das auch nicht richtig funktionieren und der Sound kommt auch nicht so gut raus, wie du es dir wünschst. Eine meiner Lieblingsübungen beim Singen ist das Nya, Nya, Nya. Also ich arbeite sehr gerne mit Twang und mit Nasal Resonance und auch den Sounds und gerade so eine Übung wie Nya, Nya, Nya klingt doch schon lauter. Also Nya, 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 Nya. Ja, also das ist zum Beispiel eine Übung, die sehr häufig beim Singen verwendet wird. Nya, Nya, Nya ist natürlich eine super Übung, wenn es gerade um die Higher Register geht. Weil man doch sehr oft Songs singen will, wie zum Beispiel Ariana Grande. Da sollen auch ganz viele meiner Schüler Ariana Grande singen. Die singt aber in Mixed Voice und die singt auch relativ hoch. Und Nya, Nya, Nya wäre zum Beispiel so eine Übung dafür. Ich hoffe, meine kleinen Tipps haben euch gefallen und euch angeregt, vielleicht doch nochmal vorbeizukommen beim Studio. Ich arbeite von Haus aus in meinem privaten Home-Studio und nehme immer nur so eine kleine bestimmte Anzahl an Schülern, damit auch jeder auf seine Kosten kommt, damit wir auch ganz exklusiv und sorgfältig arbeiten können. Mehr Informationen gibt es auch auf meiner Homepage tanjalevy.de oder hier in diesem Post in der Infobox. Ich freue mich auf dich.